Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im guten alten Duden, da heißt es, jemand, der an Unternehmungen anderer Anteil hat, davon zu profitieren versucht, ohne selbst etwas dafür zu tun, einen solchen jemand bezeichnet man im Duden als Trittbrettfahrer. Mit Blick auf die Diskussion um das FIZ ist die AfD mit ihrer Aktuellen Stunde nichts anderes als ein Trittbrettfahrer und als Trittbrettfahrer unterwegs. Als wir letzte Woche im Haushaltsausschuss aus Anlass eines dringlichen Berichtsantrags der FDP-Fraktion – und gut war es, dass es diesen Antrag gab – immerhin anderthalb Stunden über den Verdacht von Unregelmäßigkeiten beim FIZ diskutiert haben. Ja, was haben denn da die Vertreter der AfD-Fraktion gemacht? Ich will es mal ungewohnt freundlich ausdrücken, nicht gerade mit Aufklärungseifer geglänzt. Normalerweise sollte man das auch gar nicht gesondert kommentieren. Aber wenn Sie sich jetzt hier versuchen, mit dieser Aktuellen Stunde besonders gut darzustellen, dann muss das mal gesagt werden. Aber wahrscheinlich waren Sie letzte Woche mehr damit beschäftigt, missliebige Fraktionskollegen zu bespitzeln und interne Dossiers zu verfassen. Jetzt aber zur Sache. Unter der vielsagenden Überschrift „Nächte in Addis Abeba" berichtete die Wirtschaftswoche vor geraumer Zeit über Unregelmäßigkeiten beim Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie, kurz FIZ. Jetzt fragen sich vielleicht einige, FIZ, da war doch was? Richtig, beim FIZ handelt es sich um eines der großartigen Leuchtturmprojekte des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Ja, genau, Roland Koch, das war doch der mit den schwarzen Koffern, den jüdischen Vermächtnissen, den ausländerfeindlichen Wahlkämpfen. Das war doch der, der unser Uniklinikum verkauft hat, der mit Leo 0, 1 und 2 Landesliegenschaften im großen Stil privatisiert und zurückgemietet hat. Und überhaupt, das war doch der Roland Koch mit dem großen festen Glauben an die freie Wirtschaft. Wobei, in der freien Wirtschaft war er dann ja nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber das ist nur ein anderes Thema. Ich sage nur B wie Billfinger. Das FIZ ist übrigens auch so ein Projekt der freien Wirtschaft. Es geht nämlich um die Förderung der freien Wirtschaft mit öffentlichen Mitteln und öffentlichen Geldern. Als PPP-Projekt ist das Land Hessen mit 40% beteiligt, 40% Stadt Frankfurt, 20% IHK. Im Aufsichtsrat sitzen prominent vertreten Ministerpräsident Volker Bouffier, Staatsministerin Angela Dorn und Staatssekretär Dr. Worms. Die Landesregierung findet das FIZ, das ist ein großes Erfolgsmodell der Wirtschaftsförderung. Was sie nicht so gern erzählt, das können Sie dann in der Wirtschaftswoche lesen. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat es nur einmal Gewinn gegeben. Seitdem gibt es Verluste von insgesamt rund 20 Millionen. Ein ganz schöner Zuschussbetrieb, dieses FIZ. Da hilft dann auch kein Verweis aufs Grundstück. Oder wollen Sie danach das Gelände wieder verkaufen? Zuschuss bleibt Zuschuss. Aber wen stören denn schon diese Verluste? Das Finanzministerium jedenfalls nicht. Hier sagt man lapidar, na ja, das FIZ, das sei ja gar nicht auf Gewinnerzielung angelegt. So viel, meine Damen und Herren, zum verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern, der ja hier immer so gern gepredigt wird. Aber na ja, was soll man denn auch von einer Partei erwarten, die in Kassel-Calden ja auch schon mal einen Flughafen gebaut hat? Noch so ein Leuchtturm aus der Ära Koch, aber noch mal ein bisschen ein anderes Thema. Die Wirtschaftswoche jedenfalls, die berichtet über fragwürdige Dienstreisen, kostspielige Weiterbildung. 60.000 Euro hat sich der Geschäftsführer für eine Weiterbildung in der Schweiz genehmigt. Da können normale Studierende nur mit den Ohren schlackern. Die Landesregierung erklärt, na ja, keine Verstöße gegen den Gesellschaftervertrag, keine Verstöße gegen Anstellungsverträge, eine Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats hätte es ja auch nicht gegeben. Mag ja alles sein, aber was ist eigentlich mit Ihrer Kontrollaufgabe im Aufsichtsrat? Wie unsere Nachfragen ergeben haben, haben Sie sich nicht einmal eine Liste von Dienstreisen geben lassen. Na, das ist doch nun wirklich mangelhafte Aufklärung. Und, meine Damen und Herren, deswegen muss sich die Landesregierung eigentlich mindestens und überhaupt fragen lassen, ob die Aufsichtsratsmitglieder vollumfänglich da ihrer Aufgabe gerecht geworden sind. Aber zum Schluss doch die zentrale Botschaft. Die Presseberichte um die Unregelmäßigkeiten, die zeigen doch eines.
Schluss und Finger weg mit den einstigen Leuchttürmen von Roland Koch, Finger weg von PPP-Projekten, insbesondere zur Wirtschaftsförderung. Wir finden, es darf nicht sein, dass mit öffentlichen Geldern fragwürdige, kostspielige Dienstreisen und Weiterbildung finanziert werden, dass schwarz-grüne Regierungsvertreter im Aufsichtsrat staunend zuschauen und der Gesetzgeber aufgrund der privatrechtlichen Gesellschaftskonstruktion keine adäquaten Kontrollmöglichkeiten hat. Deswegen, statt öffentliche Mittel in undurchsichtigen PPP-Projekten zu versenken, wäre es besser, die Gelder in öffentliche Forschung, in öffentliche Einrichtungen zu stecken. Da sind sie besser aufgehoben. Und die FDP, die die Aufklärung ein bisschen mit angestoßen hat, sollte sich zumindest fragen, dass sie die Einrichtung des FIZ mit ihrem damaligen Minister noch ziemlich groß gefeiert hat. Deswegen ist auch die Rolle des Chefaufklärers bei Ihnen nicht so ganz richtig aufgehoben. Schluss mit Herr PPP. Herr Abgeordneter Lauske, der Schluss, der angekündigt war, müsste jetzt auch mal kommen. Genau. Schluss mit PPP-Projekten für Investitionen in öffentliche Einrichtungen. Vielen Dank.